Cortez und Tamen Amin auf der Fashion Show von Thomas Rath. Hallo ihr beiden, wie geht's euch? Sehr gut, wie geht's dir, Sarah? Auch sehr gut. Und dir? Blendend. Du hattest gerade auch eine Vernissage? Ja, durchaus. Das war so das Vorprogramm des Abends. Also alles steht ja heute Abend im Namen des Stage, des Fashion Stores. Und ich habe da meine Fotografien gezeigt und jetzt gleich auf Mondschau. Und wir haben alle eine sehr gute Laune und geht's gut. Das ist schön. Erzähl mal von deinen Fotografien. Was genau hast du denn gezeigt? Ich habe im Sammelsurium meine letzten Arbeiten der letzten 2 Jahre gezeigt. Es war, also im oberen Bereich gab es 10 Bilder von verschiedenen Celebrities, Künstlern, die ich fotografiert, inszeniert habe. Und im unteren Bereich gab es nochmal 8 Bilder Modeinszenierungen, Kampagnen, Editorials, die ich fotografiert. Also so ein Querbeet, so eine Mischung aus allem Möglichen, was ich schon mal gemacht habe. Was stehen für Schauspielprojekte bei dir an oder verschreibst du dich jetzt ganz der Fotografie? Nee, das nicht. Also ich spiele durchaus. Ich habe jetzt gerade gedreht. Sehr schönen Film mit dem Lars Becker. Geisterfahrer heißt der. Armin Rohde. Da war hier der Ochsenknecht dabei. Moretti. Also ein sehr schöner, sehr guter Cast. Ich bin ein bisschen picky geworden. Also ich habe viel gedreht. Ich habe schöne Sachen gedreht. Mir wurde es irgendwann nicht mehr anspruchsvoll für mich selbst. Ich brauchte eine neue Herausforderung, habe gesagt, okay, war immer schon eine große Leidenschaft, meine eigenen Dinge zu kreieren. Und ich glaube, dass ich auch irgendwann auch meinen eigenen Film drehen werde, ganz sicher. Das klingt spannend. Und Payman, bei unserem letzten Interview hast du von einem neuen Projekt erzählt, das mittlerweile spruchreif. Ja, mittlerweile hat die Agentur, die Modelagentur, die ich gegründet habe, in Zusammenarbeit mit Sascha Ritt, auch einen Namen. Die Agentur heißt PASS Management. Das sind unsere Initialen, Payman, Amin, Ritt, Sascha. Und ja, wir haben jetzt mittlerweile auch schon ein paar Wochen hinter uns. Wir sind noch in der Gründungsphase, aber mit ganz, ganz großen Perspektiven, weil wir schon mit dem Scouting angefangen haben und wir haben, denke ich, gute und große Talente gefunden. Des Weiteren sind wir auch dabei, unsere Kundenliste noch zu aktualisieren, weil ich auch 2 Jahre ja abwesend war von dem Ganzen. Aber ich bin guter Dinge. Es macht wieder Spaß, wieder dabei zu sein. Ich bin voll in meinem Element. Ich bin wieder der Modelagent. Wir lebt und leidet und ja, es macht Spaß. Habt ihr jetzt vor allem Newcomer oder auch schon ein bekanntes Gesicht, was man sagen kann? Also mein Fokus liegt aktuell erstmal auf Newcomern. Ja. Ich denke, das ist für mich einfach eine neue Herausforderung, ganz neue Talente, brandneue Gesichter zu finden, aufzubauen. Darauf liegt auf jeden Fall mein Fokus, weil ich soweit bei IMG immer Topmodels gemanagt habe und vermarktet habe. Das ist für mich jetzt ein neues Territorium irgendwo auch und diese Herausforderung nehme ich gerne an und des Weiteren bin ich natürlich parallel in Kontakt mit internationalen Agenturen, die ihrerseits schon gemachte Topmodels vertreten und ich stehe im Austausch mit diesen. Ich finde die neuen Supertalente hier im Lande, die neuen Gesichter und tausche mich mit den internationalen Agenturen, was die Topmodels angeht, auch aus. Dann sind wir sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Vielen Dank, ihr beiden, und viel Spaß noch heute Abend.